Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 56, Antrag der Fraktion der SPD betreffend eine Aktuelle Stunde. Hessens Innenminister Beuth muss sich erklären, wird gegen Journalisten ermittelt, Drucksache 19/3300. Und als Erstes hat Frau Justizministerin Kühne-Hörmann ums Wort gebeten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu dieser Aktuellen Stunde möchte ich vorab Folgendes ausführen. Die hessischen Staatsanwaltschaften führen ihre Verfahren selbstständig und eigenverantwortlich. Die Fach- und Rechtsaufsicht wird vornehmlich von der Generalstaatsanwaltschaft wahrgenommen. Einzelfallbezogene Weisungen des Hessischen Ministeriums der Justiz in konkreten Ermittlungsverfahren erfolgen nicht. Dies vorangestellt teile ich Ihnen mit, was mir die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main als Herrin des Ermittlungsverfahrens zu dem Sachverhalt der Ermittlungsverfahren gegen einen Bildjournalisten berichtet hat. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main führt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verrats von Privatgeheimnissen und Verleumdung gemäß den § 203 und 187 Strafgesetzbuch gegen einen Journalisten der Bild-Zeitung. Die Einleitung dieses Ermittlungsverfahrens beruht auf einer im Februar 2016 erstatteten Anzeige eines in anderer Sache Beschuldigten. Bereits im Januar 2016 wurde durch das Polizeipräsidium Frankfurt am Main aufgrund der Presseberichterstattung über denselben Lebenssachverhalt von Amts wegen ein Ermittlungsvorgang angelegt und der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main zur Entscheidung über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens übergeben. Dort wurde sodann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verletzung des Dienstgeheimnisses § 353b Strafgesetzbuch und der Verletzung des Privatgeheimnisses § 203 Strafgesetzbuch gegen Unbekannt eingeleitet. Da eine durch eine Arbeitsgruppe der Generalstaatsanwältinnen und Generalstaatsanwälte erarbeitete sowie durch Rundverfügung der Generalstaatsanwaltschaft bekannt gemachte Handreichung zur Eintragungspraxis der Staatsanwaltschaften die Ermittlung mehrerer Taten eines zusammenhängenden Lebenssachverhalts in einem gemeinsamen Verfahren vorgesehen ist, wurden beide Verfahren unter demselben Aktenzeichen zusammengeführt. Das ändert jedoch nichts daran, dass nach wie vor wegen der beschriebenen unterschiedlichen Tatvorwürfe ermittelt wird. Im Hinblick auf das noch laufende Verfahren kann zu näheren Einzelheiten bzw. zum Stand der Ermittlungen keine Auskunft erteilt werden. Vielen Dank. Als Nächstes hat das Wort Kollege Rudolph, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Justizministerin, das waren eher Nebelkerzen als erhellende Hinweise zu der Thematik. Die öffentliche Berichterstattung und Diskussion darüber, dass gegen den Bildreporter Max S. strafrechtlich ermittelt wird, wirft viele Fragen auf. Und gestern gab es dazu einen ZAP-Bericht. Ein grüner Abgeordneter hat markig gesprochen, man solle sich als Politiker erst informieren, bevor man Interviews gibt. Man sollte sich als Politiker auch wenigstens versuchen zu informieren und nicht Pressemitteilungen des Innenministers einfach eins zu eins übernehmen. Das würde ich dem Abgeordneten der GRÜNEN dann auch einmal empfehlen. Und deswegen wirft der gesamte Tatbestand durchaus Fragen auf. Meine Damen und Herren, wir fragen hier im Hessischen Landtag. Und die Landesregierung hat ja Gelegenheit, die Justizministerin hat ja auch als Erste das Wort ergriffen. Sie können ja zu den jetzt von mir thematisierten Fragen öffentlich Stellung nehmen. Stehen diese Ermittlungen gegen den Bildreporter im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die vermeintlich unsicheren Schutzwesten bei der Polizei und dem Verschweigen von Zahlen zur Flüchtlingskriminalität? Darauf kann man, meine Damen und Herren, hier klare Antworten geben. Dies erwarten wir auch. Der Hessische Landtag ist der richtige Ort. Und deswegen,
Herr Bauer, wenn Sie mehr wissen, bin ich Ihnen für Hinweise dankbar. Sie haben auch dann Gelegenheit, in 5 Minuten etwas zu sagen. Spannend, meine Damen und Herren, ist allerdings auch die Frage, ob gegen einen Journalisten gemäß § 26 Strafgesetzbuch Anstiftung zum Geheimnisverrat in Verbindung mit § 353b Verletzung des Dienstgeheimnisses Strafgesetzbuch ermittelt wird, wie die Bild-Zeitung in ihrer gestrigen Ausgabe berichtet hat. Wenn es ein Ermittlungsverfahren gegen einen Journalisten wegen dieses Tatbestandes gibt, muss auch ein sogenannter Anfangsverdacht vorliegen, meine Damen und Herren. Und deswegen frage ich hier vor dem Hessischen Landtag sowohl die Justizministerin als auch den Innenminister, wird gegen einen Journalisten der Bild-Zeitung oder gegen andere Journalisten genau wegen des Straftatbestandes § 26 Anstiftung zum Geheimnisverrat in Verbindung mit § 353b Verletzung des Dienstgeheimnisses ermittelt? Genau darüber ist in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Frankfurt vom 14.04. nicht berichtet. Da wird nur auf die Anzeige dieser Privatperson berichtet. Das ist hier nicht der Fokus, sondern hier geht es um etwas anderes. Meine Damen und Herren, und deswegen, Herr Innenminister, nehmen Sie Stellung. Sie haben gestern bei ZAP schriftlich erklären lassen, nicht erläutert, mündlich. Ich zitiere wörtlich. Der Vorwurf, die hessische Polizei ermittle gegen einen Journalisten der Bild-Zeitung auf Initiative des hessischen Innenministers, ist völlig absurd. Darum geht es gar nicht. Wird gegen einen Journalisten ermittelt wegen dieses Tatbestandes? Das ist die relevante Frage. Das wirft Fragen auf. Und dazu muss hier heute im Landtag Stellung genommen werden. Dass einiges im Hause des Innenministers nicht rund läuft, wissen wir. Er ist auch sehr dünnhäutig, schnell mit Anzeigen dabei. Sein Pressesprecher wurde abgelöst. All das spricht ja nicht für souveränes Handeln im Hause des Innenministers. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und Frau Kühne-Hörmann, Sie haben eben gesagt, Verfahren würden zusammengeführt, weil sie zusammenhängen. Sie können das gerne hier auch noch einmal erläutern. Da gibt es die 2 Anzeigen einer Privatperson gemäß § 187 Verleumdung und § 203 Verletzung von Privatgeheimnissen. Die werden jetzt angeblich mit einem Verfahren zusammengeführt wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses gemäß § 353b gegen Unbekannt. Wo ist da der Zusammenhang, meine sehr verehrten Damen und Herren? Das sind Fragen, die möchten wir heute von Ihnen hier beantwortet wissen. Das sind Fragen, die möchten wir hier beantwortet wissen. Und der Innenminister, Sie haben auch die Gelegenheit, Stellung zu nehmen zu dem Anzeigerstatter, hatten Sie da Kontakte, einem CDU-Kommunalpolitiker aus dem Odenwald? Sie haben die Gelegenheit, hier Stellung zu nehmen, weil das ist schon eine Frage. Über mehr als 30 Polizeibeamte werden jetzt befragt, ob es um dienstliche Kontakte zu Journalisten geht. Na ja, man kann schon auch auf subtilere Art und Weise versuchen, hier Leute unter Druck zu setzen oder zu signalisieren, wehe dem bestimmte Sachen passieren, hat das bestimmte Konsequenzen. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist das ein ernster Vorgang. Und ich frage noch einmal, beide Vertreter der Landesregierung, wird gegen einen Journalisten der Bild-Zeitung, wir nennen ihn Max S., im Zusammenhang Verletzung von Dienstgeheimnissen, Anstiftung dazu ermittelt? Ja, meine Damen und Herren, weil diese Frage wird durchaus relevant sein, wer sagt wann die Wahrheit? Und deswegen empfehle ich, sehr genau auf diese Frage einzugehen. Wir erwarten die Antwort, und Sie wissen doch alle, es wird immer Wege und Möglichkeit geben, im parlamentarischen Verfahren die Wahrheit aufzuklären. Wir erwarten hier und heute Aufklärung. Sie können dazu beitragen. Dann ist die Angelegenheit möglicherweise erledigt. Aber nur Nebelkerzen werfen. Es geht hier um einen schwerwiegenden Verdacht, den die Bild-Zeitung ausgesprochen hat. Das können wir nicht abschließend beurteilen. Und deswegen liegt es an der Justizministerin, an den Innenminister, dazu Stellung zu nehmen. Der Hessische Landtag ist der richtige Ort. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Bauer, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Rudolph, ich hätte eigentlich gedacht, Sie würden ein englisches Sprichwort beherzigen. Wer in der Grube sitzt, soll aufhören zu graben. Und ich darf deshalb feststellen, für meine Fraktion, der Knochen, von dem Sie Ihr politisches Süppchen kochen, ist abgenagt. Da ist nichts dran, und er ist lediglich geschmacklos, meine Damen und Herren. Es gibt keine Zweifel, in Hessen gilt die Pressefreiheit uneingeschränkt. In Hessen gibt es niemanden in der Landesregierung, der Journalisten einschüchtern möchte. Und in Hessen gilt, wie in jedem Rechtsstaat, vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Das gilt auch für Journalisten. Und deshalb tut die unabhängige Justiz ihre Arbeit und führt Ermittlungen,
wenn der Verdacht einer Straftat besteht. Das sind die Fakten, meine Damen und Herren. Und der Versuch der Opposition, hier wieder besseres Wissen etwas zu skandalisieren, ist durchschaubar. Und er ist in Zeiten einer aufgeheizten Stimmung, in der viele Menschen verunsichert sind, geradezu auch unverantwortlich. Er ist unverantwortlich deshalb, weil Demokratie insgesamt Schaden nimmt. Wer mit kleiner parteipolitischer Münze wie Herr Rudolph hier Nebelkerzen suggeriert und Fragen in den Raum wirft, die die Justizministerin eben eindeutig beantwortet hat, der zerstört das Vertrauen in die Politik. Sie hat ganz klar gesagt, um was es geht. Und ich will Ihnen die Fakten noch einmal erläutern. Worum geht es? Hören Sie doch einmal zu. Worum geht es denn? Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, sie ermittle auf Initiative des hessischen Innenministers gegen einen Journalisten, der Vorwurf, die Staatsanwaltschaft ermittle auf Initiative des hessischen Innenministers gegen einen Journalisten, ist völlig absurd. Die Einleitung des Verfahrens beruht auf einem im Februar erstatteten Strafanzeige eines in anderer Sache Beschuldigten. Im Januar erschien ein Artikel des genannten Redakteurs Max S. Und er schrieb von Ermittlungen gegen einen Anwalt und Lokalpolitiker der CDU wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs. In dem Artikel hieß es auch, die Kripo ermittle auch wegen des Verdachts der Zuhälterei gegen den Mann. Diese Behauptung war falsch, und das Blatt musste sich später zurücknehmen. Wir wissen, dass der in dem Artikel genannte Lokalpolitiker Anzeige erstattet hat gegen den Autor dieses Zeitungsartikels. Vorwurf, Verleumdung und Verrat von Privatgeheimnissen. Der Innenminister hat damit mit diesem Vorgang erkennbar nichts zu tun. Das weiß auch die SPD, und dennoch beantragen Sie hier eine Aktuelle Stunde. Und ich frage Sie, Herr Rudolph, was soll das? Was wollen Sie unterstellen? Haben Sie keine ernsthaften politischen Themen? Es gibt keinen Eingriff in die Pressefreiheit des Innenministers. Nicht der Innenminister ist der Skandal, sondern diese Aktuelle Stunde, mit der Sie etwas zu skandalisieren versuchen. Rhetorisch dick aufgetragen, Herr Rudolph, aber inhaltlich ganz, ganz dünn, so wie der Zustand der SPD im Jahr 2016. Zu den unspektakulären und ganz unskandalösen Fakten. Nachdem bekannt geworden ist, dass geheime Polizeidokumente an die Medien gespielt wurden, hat das Frankfurter Polizeipräsidium ein Ermittlungsverfahren wegen Geheimnisverrat gegen unbekannt angestoßen. Und die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eingeleitet. So ist es in einem Rechtsstaat, wo Gesetze gelten und dem Verdacht einer Straftat nachgegangen wird. Das ist relativ unspektakulär und entspricht auch dem üblichen Verhalten in anderen Bundesländern. Das ist keine hessische Besonderheit. Fragen Sie doch einmal Ihre Genossen in Nordrhein-Westfalen, wie dort ermittelt wird wegen der Weitergabe von Polizeiinterna, z.B. in der Frage der Polizeiinterna bei den Ereignissen der Silvesternacht. Auch in Niedersachsen gibt es solche Verfahren, z.B. bei dem Strafverfahren gegen Christian Wulff oder auch die Frage, wer dem Herrn Edati das Ganze durchgestochen hat. Ganz unabhängig davon hat ein Privatmann Anzeige gegen den Bildredakteur erstattet, da er sich in einem Artikel verleumdet fühlt und Privatgeheimnisse verraten sieht. Das eine hat mit dem anderen grundsätzlich nichts zu tun. Und da sich beide Fälle auf einen und denselben Zeitungsartikel beziehen, hat die Staatsanwaltschaft in Frankfurt die beiden Verfahren zusammengelegt. Auch das ist unspektakulär und eine Frage der Verfahrenseffizienz. Und jetzt kommt die SPD und versucht, hier im Truben zu fischen. Meine Damen und Herren, die Ermittlungen gegen eine undichte Stelle im Apparat haben ihre Richtigkeit. Und die Ermittlungen in einer Privatsache gehen uns nichts an. Und Ihre Behauptung, Frau Faeser, wenn Sie sich hier schon zu Wort melden, es handelt sich um einen Einschüchterungsversuch, ist schlicht haltlos und unverschämt. Meine Damen und Herren, in Deutschland und in anderen Staaten ist der Quellenschutz in der Form gesetzlich geregelt, dass Angehörige bestimmter Berufsgruppen ein zeugliches Verweigerungsrecht haben. Das stellt jedoch niemand ernsthaft infrage. Für die CDU ist klar, Pressefreiheit und Quellenschutz gelten. Für die CDU ist aber auch klar, niemand steht über dem Gesetz. Die Justiz ist unabhängig, und über die Art und Weise der Herangehensweise und Verfahrensführung zu debattieren, ist schlicht unangemessen, meine Damen und Herren. Bleiben wir also bei den Fakten, lassen wir die Presse, aber auch den Rechtsstaat einfach ihre Arbeit machen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wilken, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Bauer, Sie müssen sich schon entscheiden,
mit welcher Argumentation Sie uns hier verwirren wollen. Wenn Sie einerseits sagen, die beiden Anzeigen haben nichts miteinander zu tun, dann müssen Sie erläutern, warum hier die Justizministerin sagt, dass wegen eines Sachzusammenhangs diese beiden Verfahren zusammengeführt werden. Beides zusammen geht nicht. Zweitens. Wenn Sie sich hier hinstellen und der SPD vorwerfen, sie hätte keine ernsthaften politischen Themen, so sage ich Ihnen mit aller Deutlichkeit, die Presse- und Meinungsfreiheit ist eines der ernsthaftesten politischen Themen, über die wir uns hier unterhalten können. Und, meine Damen und Herren, wenn Sie, Herr Bauer, behaupten, da wäre es in Hessen ja nun wirklich alles vollkommen klar geregnet und es gäbe überhaupt keine Probleme, dann darf ich Sie daran erinnern, dass wir in der Vergangenheit durchaus hier Vorfälle hatten, wo Privaträume von Bildjournalisten, damit meine ich jetzt Fotografen und nicht Bildzeitungsjournalisten, durchsucht worden sind. Und wir da durchaus die Frage auch hier in Hessen stellen, welche Einflussnahme gibt es denn da überhaupt, wenn zumindest am Rande der Gesetzmäßigkeit gearbeitet wird. Zweitens, meine Damen und Herren, Herr Bellino, auch Ihnen sollte aufgefallen sein, dass es den von Ihnen gerade genannten Staat schon seit ein paar Monaten nicht mehr gibt. Und Sie wissen, dass ich hier lebe und hier rede. Zweitens, meine Damen und Herren, wir sind selbstverständlich auch der Auffassung, dass es Amtsgeheimnisse geben muss und dass ein Verrat von Amtsgeheimnissen nicht rechtmäßig ist. Aber in einem Land, wo Regierungen und Regierungsfraktionen ein modernes Informationsfreiheitsgesetz verweigern, ist alles, was in den Amtsstuben bekannt ist, auf einmal ein Amtsgeheimnis. Deswegen sind wir, so lange wie Sie sich verweigern, einen modernen Zugang zu Informationen zu ermöglichen, auf Whistleblower angewiesen, insbesondere aus der Opposition, um auf Missstände aufmerksam gemacht zu werden. Auch das gehört zu diesem Themenkomplex. Und eine letzte Bemerkung. Belehrungen, insbesondere von der Regierung oder von Regierungsfraktionen, was wir als Opposition thematisieren, hier im Hause und in der Öffentlichkeit schlechthin, die verbitte ich mir ganz prinzipiell. Und im Besonderen steht die Beantwortung der von Herrn Rudolph aufgeworfenen Frage aus. Ich erwarte auch eine Antwort in diesem Haus darauf. Danke sehr. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Als die ersten Veröffentlichungen über die angeblichen Ermittlungsverfahren gegen einen Journalisten erfolgten, habe ich das damit kommentiert, Hessen liegt nicht in der Türkei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Justizministerin hat uns genau das bestätigt. Das ist gut so. Vielen Dank. Das waren klare Hinweise und klare Botschaften darüber, wie in einem Rechtsstaat mit solchen Sachverhalten umgegangen wird. Ich will das für diejenigen, die anscheinend nicht Wort für Wort genau zugehört haben, noch einmal ein bisschen aufbröseln, sodass es klar verständlich wird. Frau Kühne-Hörmann hat uns sehr deutlich erläutert, dass es ein Verfahren aus einem privaten Bereich gibt, wegen Verletzung von Privatgeheimnissen. Dieses Verfahren läuft. Da in diesem Zusammenhang geht es auch um einen Journalisten. Das ist rechtlich in keiner Weise zu beanstanden, sondern ein ganz normales Vorgehen. Dass dabei es eine Rolle spielt, das hat Frau Kühne-Hörmann nicht so deutlich gesagt, aber das ist der Hintergrund, der klar ist aus der Argumentation, die kam. Das hat natürlich auch etwas mit der Verletzung von Dienstgeheimnissen zu tun, dass dieser Sachverhalt seinerzeit in den Zeitungen landete. Insofern ist die generelle Frage, die wir haben, die in der Tat zu beobachten ist, dass es eine Verletzung von Dienstgeheimnissen gegeben hat im Bereich der hessischen Polizei, ein Sachverhalt, der zu ermitteln ist. Diese beiden Verfahren sind nach den Kriterien, die die Justizministerin erläutert hat, zusammengeführt worden. Daran gibt es nichts zu diskutieren, und dass das so auch richtig ist, Herr Kollege Rudolph,
und uns nicht irgendetwas Falsches erzählt worden ist. Dafür streitet aus meiner Sicht zunächst einmal die Wahrheitsvermutung. Wenn sich herausstellen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, dass das nicht stimmt, was die Justizministerin hier dargelegt hat, dann würden wir zu gegebener Zeit darauf zurückkommen müssen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, das will ich auch sehr deutlich sagen. Das war verdammt spät, was wir heute hier gehört haben, was Frau Kühne-Hörmann uns heute hier gesagt hat. Es war allerhöchste Zeit, dass diese Klarstellung endlich erfolgt. Nach den Berichten sind Tage verstrichen, in denen immer wieder nebulöse Antworten kamen, immer wieder nebulöse Andeutungen. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, in einer Umgebung, in der zu Recht Aufregung herrschte und vielleicht auch jetzt noch herrscht, bis sich der Sachverhalt entsprechend klärt. Das muss man sich klar machen. In Zeiten, in denen wir täglich lesen über Angriffe auf Pressefreiheit, auf Meinungsfreiheit, auf Satirefreiheit, die sind an der Tagesordnung heute. Wir leben in Zeiten, in denen ein ARD-Korrespondent, Volker Schwenk, bei der Einreise in die Türkei festgesetzt wird und dann wieder rausgeschickt wird, ohne dass es Angabe von Gründen gibt. In Zeiten, in denen eine deutsche Kanzlerin den Kotau vor einem ausländischen Autokraten vollzieht. In Zeiten, in denen eine Kanzlerin die Ermächtigung zur Strafverfolgung wegen Majestätsbeleidigung erteilt, statt Herrn Erdogan darauf zu verweisen, sich davon zu überzeugen, wie Gewaltenteilung funktioniert, dass bei uns die Justiz diesen Sachverhalt aufgrund der ja vorliegenden Anzeige des Herrn Erdogan aufarbeiten wird und dann eine freie Entscheidung treffen wird. Ich weiß nicht, wie die aussehen wird. Ich halte auch nichts von dem Gedicht des Herrn Böhmermann. Ich finde das unsäglich. Aber ob das eine Frage ist, die den Beleidigungstatbestand erfüllt oder nicht, das haben wir hier nicht zu entscheiden. Dafür haben wir in unserem Staat ein System, das auch ohne Kanzlerin funktioniert. Und das wäre die Botschaft gewesen, die ich mir von der deutschen Bundeskanzlerin gewünscht hätte. Und das ist meine abschließende Feststellung und mein Hinweis. Diese erhöhte Sensibilität, die erwarte ich mir gerade natürlich von dem Verfassungsminister unseres Landes. Und da, lieber Herr Kollege Beuth, muss ich sagen, war eine zügige Reaktion geschuldet, gerade vom Verfassungsminister, dass wir die bis zum heutigen Tage, bis zur Erklärung von Frau Kühne-Hörmann nicht bekommen haben. Das ist schon ein Thema, das zu thematisieren hier lohnt. Insofern war es auch richtig, dass wir diese Aktuelle Stunde hier heute haben. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Frömmrich, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist schon erstaunlich, wie hier zurückgerudert wird und wie man langsam merkt, in welcher Art und Weise man sich in diesem Verfahren galoppiert hat. Und ich finde, Herr Kollege Rudolph, gerade in Ihrer Adresse, wie dünn das Eis ist, merkt man, wie Sie hier vorgehen, dass Sie einen Minister angreifen, dass Sie versuchen, eine Regierung zu stellen, alles geschenkt, das gehört zum Geschäft dazu, dass Sie aber hier die persönliche Entscheidung von Marco Krause, der im Winter schon entschieden hat, dass er aus dem Amt des Pressesprechers ausscheiden will, Sie hier in die Öffentlichkeit zerren und so tun, als habe das mit diesem Fall was zu tun, ist ganz schön schäbig. Das ist einfach nur schäbig. Meine Damen und Herren, vielleicht sollte man in der Diskussion etwas abschichten und sich die Frage stellen, ob es wirklich angezeigt ist, jedes Ereignis zu skandalisieren. Natürlich muss Opposition versuchen, die Regierung anzugreifen, Regierungsmitglieder zu stellen. Natürlich muss Opposition kritische Fragen stellen. Das ist ihre Aufgabe nach der Verfassung. Das ist auch in Ordnung so. Aber nicht jeder Bericht in einer Zeitung und nicht jedes Gerücht, das irgendwo rumwabert, ist angetan, einer Skandalisierung im Hessischen Landtag Vorschub zu leisten, meine Damen und Herren. Und wer es wollte, hätte sich ja schon schlau machen können. Wie hat doch gleich die Frankfurter Rundschau schon am 15. April getitelt? Skandal um staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen Bild-Redakteur ist wahrscheinlich gar keiner. Zitat zu Ende. Und im Text heißt es dann, trotz enormer Resonanz gibt es derzeit außer der Bild keine Quelle, die Beuth
mit den Ermittlungen gegen Schneider in Verbindung bringt. Zitat zu Ende. Meine Damen und Herren, die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit sind in unserem Land hohe Güter, verfassungsrechtlich geschützt. Das ist gut so. Wir sollten alles dafür tun, dass das auch künftig so bleibt. Das ist der Fakt. Aber nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt hat eine Privatperson, die mit einer Berichterstattung der Bild-Zeitung nicht einverstanden war, gegen den Bild-Redakteur Anzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft sagt dann auf Nachfrage, dass das nicht die Staatsanwaltschaft im Übrigen, Herr Kollege Greilich, sagt es schon, dass das nicht das Geringste mit dem hessischen Innenministerium zu tun hat und dass das absurd ist. So ist die Faktenlage. Wo bitte, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der Skandal? Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt ermittelt aufgrund einer Anzeige einer Privatperson, wie in der Presse zu lesen war, wird gegen einen Journalisten wegen Verdachts des Verrats von Geheimnissen und Verleumdung ermittelt. Nach einer Anzeige ist das die Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Politiker sind gut beraten, meine Damen und Herren, sich in solche Ermittlungen nicht einzumischen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in eigener Verantwortung. Ich war schon einigermaßen erstaunt darüber, dass im Zusammenhang mit den Ermittlungen in diesem Fall Vergleiche mit Russland und der Türkei gezogen werden. Das ist geradezu abenteuerlich und absurd, meine Damen und Herren. Abenteuerlich. Abenteuerlich. In Russland und in der Türkei. In Russland werden Menschen, Journalisten ermordet. In Russland werden Journalisten in den Kerker gesperrt. In der Türkei werden Fernsehsender zugemacht. Das zu vergleichen mit einer Situation hier in Hessen oder in der Bundesrepublik Deutschland ist geradezu absurd. Sie sollten in solchen Sachen nicht immer überziehen, meine Damen und Herren. Jede Gelegenheit nutzen. Jede Gelegenheit nutzen, die rechtsstaatlichen Institutionen unseres Landes zu diskreditieren, sich aber dann nachmittags hinzustellen und zu beklagen, dass das Vertrauen der Menschen in diese Institutionen sinkt. Das ist nicht gut. Das passt nicht zusammen, meine Damen und Herren. Ich bin sehr offen dafür, dass wir offen, hart debattieren, dass Angriffe auf die Regierung, die gehören zum Geschäft, aber man sollte, finde ich, die Kirche im Dorf lassen und nicht jeden noch so absurden Vorwurf zum Skandal erheben. Das schadet dem Ansehen des Rechtsstaates insgesamt, meine Damen und Herren. Herr Kollege Schaus fordert in der FR, dass Beuth sich distanzieren soll. Von was eigentlich? Herr Kollege Greilich erklärt, Hessen liegt nicht in der Türkei. Geht es denn eigentlich noch? Der Vorsitzende der FDP, Lindner, spricht von Erdoganisierung der Bundesrepublik Deutschland. Und dann ist er noch nicht einmal bereit, im Magazin Zapp sich vor die Kamera zu stellen. Kollege Frömmrich, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme sofort zum Schluss, meine Damen und Herren. Die Kollegin Faeser verrührt zwei Sachen miteinander und behauptet dann, dass die in einem sächlichen Zusammenhang stehen sind. Meine Damen und Herren, nicht jeder Skandal, der vermeintlich auf der Straße liegt, bietet sich zur Skandalisierung an. Wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Wir sollten uns hart und energisch auseinandersetzen. Wir sollten die Pressefreiheit in diesem Land verteidigen. Aber wir sollten nicht jedes Ding, was auf der Straße liegt, im Hessischen Landtag zum Skandal hochziehen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich erlaube mir die Vorbemerkung, Herr Kollege Rudolph, die Vorwürfe, die Sie hier am Rednerpult gerade eben vorgetragen haben, sind erkennbar falsch. Sie sind erkennbar falsch. Sie sind ungehörig, und ich sage dazu, Sie sind auch eher abschneidend. Sie sind eher abschneidend, Herr Kollege Rudolph. Es gibt natürlich keinen Kontakt zum Anzeigerstatter. Nach meiner Kenntnis ist das Verfahren wegen Geheimnisverrat gegen Unbekannt geführt und eben gerade nicht gegen den Journalisten. Der Pressesprecher
des hessischen Innenministeriums hat im Dezember aufgrund von privaten Fragestellungen darum gebeten, von seiner Aufgabe als Pressesprecher entpflichtet zu werden. Der Begriff schäbig, den der Kollege Frömmrich gerade eben hier eingeführt hat, hat in diesem Zusammenhang wirklich die unterste und niedrigste Aggregatstufe, die man dafür sozusagen nehmen kann, gefunden. Ich finde, das, was Sie hier gemacht haben, ist wirklich sehr, sehr ungehörig. Der Verrat von Dienstgeheimnissen durch Polizeibeamte ist eine Straftat, und die Polizei ist verpflichtet, Straftaten zu verfolgen. Dass der Verrat von Dienstgeheimnissen unter Strafe gestellt ist, hat gute Gründe, die eigentlich jedem einleuchten müssten. Nicht nur der Staat hat ein Recht darauf, dass die Personen, denen er Geheimnisse anvertraut, diese auch bewahren. Und übrigens nicht aus einem Selbstzweck heraus, sondern das Ganze hat ja einen Grund, eine Funktion. Auf Vertrauen basiert das besondere Verhältnis, das den Rechtsstaat mit seinen Repräsentanten verbindet, denen er auch besondere Befugnisse einräumt und damit eben auch besondere Informationen anvertraut und anvertrauen muss. Und dieses Vertrauen muss auch der Bürger in unseren Rechtsstaat gegenüber diesen Repräsentanten haben können, die mit seinen Informationen umgehen. Dieses Vertrauen muss nicht zuletzt der Polizeibeamte, der in einen Einsatz wie die Festnahme des Terrorverdächtigen in Oberursel geschickt wird, gegenüber seinen Kollegen haben, da es um sein Leben, um seine Gesundheit geht, wenn diese Geheimnisse entsprechend verraten werden. Ich in meinem Amt als hessischer Innenminister kann keine Ermittlungen der Polizei stoppen, dass diese aufgrund der ihr vorgegebenen gesetzlichen Verpflichtung eigenständig tätig wird. Lassen Sie mich hier aber auch betonen, ich würde es auch nicht tun. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass Straftaten aus den Reihen der Polizei vollkommen inakzeptabel sind. Denn die ganze Gesellschaft hat ein Recht darauf, dass die Polizei sich zuallererst selbst an die Gesetze hält, deren Einhaltung zur Überwachung ihr Auftrag in unserem Rechtsstaat ist. Und ich sage Ihnen, ich weiß aus vielen Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen, dass es niemanden mehr ärgert als die Polizei selbst, wenn einige wenige durch ihr Handeln die harte und gute Arbeit der Polizei in Misskredit bringen. Niemand hier im Raum, so denke ich, würde auf die Idee kommen, Ermittlungen gegen Polizeibeamte zu kritisieren, die Geheimnisse wie etwa Informationen aus Ermittlungsakten an Straftäter verraten. Die Polizei ermittelt also ohne Ansehen der Person, an die Geheimnisse verraten oder verkauft wurden. Lassen Sie es mich auf den Punkt bringen. Gerade das macht einen Rechtsstaat aus, und gerade das unterscheidet Deutschland von der Türkei und Russland. Es ist an Absurdität nicht zu überbieten, wenn ernsthaft der Umstand skandalisiert werden soll, dass Ermittlungsbehörden ihrem gesetzlichen Auftrag nachkommen. Es ist an Absurdität auch nicht zu überbieten, wenn ein Ermittlungsverfahren gegen einen Journalisten, welches auf der Anzeige einer Privatperson basiert, als Einschüchterungsversuch hochstilisiert werden soll und von manchen Fraktionen reflexhaft das Ende der Pressefreiheit in unserem Lande herbeigeredet wird. Muss man dazu sagen, die Wiederholung der Reflexe ist jedenfalls bei ZAPP gestern im NDR nicht gelungen, nachdem der Sachverhalt sich eben einigermaßen nach ein paar Stunden korrekt dargestellt hat. Lediglich der Journalistenverband hat sich gestern noch einmal dazu geäußert und seine Voreiligkeit in dieser Angelegenheit eingeräumt. Es zeugt von einem sehr erschreckenden Verständnis des Rechtsstaates, wenn bewusst der Eindruck erweckt wird, ein Minister würde Polizei und Staatsanwaltschaft anweisen, willkürlich Ermittlungen gegen bestimmte Personen aufzunehmen. Für mich bleibt abschließend nur ganz persönlich festzuhalten, ein bedrückender Tiefpunkt des politischen Diskurses, den der Kollege Rudolph hier heute angestoßen hat. Hessen liegt ganz sicher nicht in der Türkei, aber eben auch nicht in Absurdistan. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Es gibt eine zweite Runde. Frau Kollegin Faeser hat sich zu Wort gemeldet von der Fraktion der SPD. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Danke schön, Frau Präsidentin. Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, nachdem der Innenminister sich hier eingelassen hat. Herr Innenminister, mein Kollege Rudolph hat hier nur Fragen gestellt. Er hat überhaupt keine Vorwürfe geäußert. Ja, da müssen Sie schon einmal zuhören von der CDU. Und es kann auch nicht angehen, dass die Landesregierung jetzt hier ist, zum wiederholten Male macht, dass sie hierher geht und Abgeordnete kritisiert. Das ist nicht die Rolle einer Landesregierung. Und diese Fragen, Herr Innenminister, haben Sie immer noch nicht beantwortet. Und jetzt werde ich mal etwas genauer, weil das scheint mir in der Sache etwas angemessen. Sie haben hier gesagt, es werde wegen Geheimnisverrates nur gegen Unbekannt ermittelt. Das ist auch das, was in der Presseerklärung des Polizeipräsidiums Frankfurt vom 14.04. gesagt wird. Die Justizministerin hat sich vorhin aber hier hingestellt und hat gesagt, es gebe da ein Verfahren, das eine wegen der Geschichte im Odenwald, wo es um Verleumdung ginge, und da gäbe es ein anderes wegen Geheimnisverrates, und diese Verfahren seien wegen eines Sachzusammenhangs zusammengelegt worden. Und deswegen stelle ich hier die einzig entscheidende Frage, die der Kollege Rudolph hier wiederholt gestellt hat. Wird in Hessen gegen einen Journalisten wegen der Anstiftung zum Geheimnisverrat ermittelt? Ja oder nein? Ja oder nein? Und diese Frage haben Sie nicht beantwortet. Im Gegenteil, der Innenminister hat gesagt, es wird nur gegen Unbekannt, wegen Geheimnisverrats ermittelt. Was stimmt denn nun? Gibt es einen Sachzusammenhang? Gibt es eine Zusammenlegung der Verfahren? Wird gegen einen Journalisten in Hessen wegen des Verdachts der Anstiftung gegen Geheimnisverrat ermittelt, ja oder nein? Und wenn Sie diese Frage nicht beantwortet haben, dann ist das auch eine Antwort, die wir zur Kenntnis nehmen und weiter nachforschen, was denn jetzt stimmt. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Jetzt hat sich Kollege Rudolph zu Wort gemeldet für eine persönliche Bemerkung, weil er sich angegriffen gesehen hat. Bitte schön, Herr Kollege. Frau Präsidentin, ja, ich nehme mein Recht der Geschäftsordnung auf einen persönlichen Angriff, und das war ja unstrittigerweise schon ein Angriff. Mich interessiert auch nicht die Moralinsäure, die der Einzelne hier verbreitet, sondern ich verwahre mich gegen ehrabschneidende Bemerkungen des Innenministers. Ich habe Fragen gestellt. Hier geht es um die Frage, wer sagt die Wahrheit, treffen bestimmte Tatbestände zu. Das habe ich thematisiert. Das ist mein gutes Recht als Abgeordneter, und das lasse ich mir auch von diesem Innenminister nicht nehmen. Herr Kollege Bauer von der CDU-Fraktion, bitte schön, 3 Minuten. Einen Moment, wir hatten zwei Minister, eine Ministerin, einen Minister, die gesprochen haben. Das haben wir addiert. Und deshalb ist es möglich, dass hier noch die Möglichkeit. Das ist richtig, Herr Kollege Bauer. Wir haben uns eben nur auf die Zeit fokussiert. Es geht um den Redner und damit dann Herr Bellino. Bitte schön, 3 Minuten. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist schon bedauerlich, dass Teile der Opposition hier mit Schmutz werfen, nicht nur über die Medien und in den vergangenen Tagen, sondern auch hier im Plenarsaal, und dass sie dann Angst haben, wenn dann eine Erwiderung kommt. Man ist weder in der Lage, auf die Aussagen der Justizministerin und des Innenministers qualifiziert Stellung zu nehmen. Man ist nicht in der Lage, mit der Ausnahme des Kollegen Greilichs in Teilen zurückzurudern, sich zu entschuldigen, was man in der Vergangenheit an unhaltbaren Unterstellungen abgelassen hat, sondern man spricht davon, man habe ja nur gefragt. Die Frage ist doch, wie man fragt. Sie fragen doch in der Regel rhetorisch. Sie insinuieren doch damit, dass die Landesregierung hier auf die Presse hat Einfluss nehmen wollen bzw. die Presse hat einschüchtern lassen. Das ist unverständlich.
unterirdisch. Das passt nicht zu Deutschland, das passt nicht zu Hessen, und das passt nicht zu unserer Landesregierung. Aber diese Unterstellungen passen anscheinend zur SPD und zur LINKEN. Und dann will Herr Kollege Rudolph noch das Taschentuch auspacken und bedauert, dass er hier angegriffen worden sei. Was haben Sie denn mit der Landesregierung und Teilen der Landesregierung gemacht? Das sind doch wirklich unterirdische Angriffe gewesen, die dort gefahren wurden. Und wenn Frau Kollegin Faeser sagt, man wolle jetzt forschen, wenn die Antwort nicht kommt, tun Sie es doch. Forschen Sie doch nächstens, bevor Sie diese unterirdischen Unterstellungen absondern. Vielen Dank, Herr Kollege Bellino. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte, und die Aktuelle Stunde ist damit abgehandelt. Vielen Dank.